Welcher von dem Club der Lämmer hat Dreck am Stecken? Das erfahren wir gleich. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Gregory Gray. Yay. So, wir haben gerade dem Charles seine Mutter angerufen. Und jetzt schnüffeln wir weiter rum. Beziehungsweise mal gucken, was noch so zu tun ist. Ach ja, hier wäre was zu tun. Eventuell. Und hier auch. Leuchtet die Kirche? Welche Blinkt Kirche? Die? Na, unten. Die? Das? Ja, aber das ist grau. Aber es blinkt. Ja, aber wir haben da nichts zu tun. Okay. Aber siehst du, dass es blinkt, ne? Ja, ich sehe es. Okay. Es blinkt, aber es ist... gut, wir können ja... meine Güte, da haben wir ja gar nichts mehr zu tun. Naja. Aber hast du gesehen, dass es blinkt? Ja, ja, ich habe gesehen, dass... Siehst du links nicht mehr? Total bescheuert. Na, egal. Ach so, ja, wir haben hier noch so ein paar Ostereier übrig. Von Lind. So mit Nougat und so. Ich habe ja Latte Macchiato steht hier. Auch. Ja, ja, richtig. So, jetzt sind wir hier. Mal gucken, ob wir noch mit Mrs. Dalton irgendwas besprechen können. Hm? Hallo, Sam. Kann ich irgendetwas für dich Kommt tun? Kommt drauf an. Im Moment nicht, danke. Wir sagen erstmal immer nein. Genau. Also, tatsächlich Manchmal nicht. Auch. Manchmal stimmt's. Hm? Hm, richtig. Wichtig, dass man auch die Hotspots findet. Wir reden mal mit David nochmal. Wir haben ja eigentlich ein paar Sachen schon rausgefunden, oder? Ja. Müssen wir alles brühwarm erzählen. Oder nicht. Aber nicht heute. Fein. Dann... Vielleicht gucken wir mal nach Houdini, was der so macht. Houdini wird wohl wissen, was du tust. Fragen. Hier ist der Geist verschwunden. Okay. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich ja einen versteckten Mechanismus oder sowas. Ja, dann such mal schön. Wir haben eigentlich alles schon untersucht, ne? Aber gut, wenn sie meint. Nichts. Nichts. Endlich doof, dass man so... Da sind einige alte, verstaubte Rüstungen drin. Dass man die... die Dinger immer klicken kann. Mm. Ne? Andere Spiele sind ja so deaktiviert, wenn du fertig Richtig. Bist. Keine Kabel oder sonst irgendwas. Nichts. Diese Gargoyles sehen so aus, als würden sie von einem alten Gebäude stammen. Der Mönch vielleicht. Hat der was zu verbergen? Sieht wie ein Mönch aus. Ja. Oder wie Quasimodo nach einer Schönheitsoperation. Okay. Die Stühle, die konnte man vorher zum Beispiel nicht anklicken. Sehr witzig. Die Stühle sind nicht irgendwie präpariert. Hm. Hier zum Beispiel, die Stühle sind jetzt weg. Ja, warum hat man das beim Rest nicht gemacht? Ich nehme an, dass keines der Zimmer benutzt wurde, seit die Klinik geschlossen hat. Was für die Klinik? Ja, das war wohl mal eine scheinbar. Ja. Keine Ahnung. Ein Nonniger. Ganz am Anfang vielleicht mal. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Merkwürdiges Gemälde. Ja, das Frau. Haben wir uns auch schon angeguckt. Davids Schlafzimmer. Ich könnte jetzt Davids Zimmer genauer unter die Lupe nehmen, aber falls er mich erwischt, flippt er aus. Also nein, guck mal, jetzt ist das weg. Sehr konsequent, Leute, sehr konsequent. Gaming Nicht. Experience. Herr Schneider. Herr oder Herr Müller. Ich liebe dieses Bett. In so einem guten Bett habe ich noch nie geschlafen. Mhm. Bleib lieber, wo du bist, Houdini. Gegen den großen Mann hast du keine Chance. Ja... Rucksack haben wir auch schon 100 Mal geguckt, ne? Ich glaube. Wozu ist der Rucksack überhaupt? Ja, da war ganz am Anfang... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf diesem Stockwerk noch nicht alles unter die Lupe genommen habe. Echt? Hä? Eigentlich schon, das aber gut. Wenn jemand wirklich das Haus präpariert hat, hat diese Person gute Arbeit geleistet, als sie es wieder in den Normalzustand versetzt hat. Mhm. Eigentlich haben wir auf der Etage schon alles, aber ist egal. Ich gehe einfach. Aber so wie das Spiel ist, wahrscheinlich musst du das machen. Ja, um überhaupt weiterzukommen. Ja, ja. Ich kann es gar nicht mehr erwarten zum Daedalus Club. Ja, guck mal, jetzt ist es grau, obwohl wir da gar nicht groß viel gemacht haben. Aber voll wichtig, ne? So. Es ist so weird. Wieso ist dann Zentrum von Oxford dann weiß? Ja, ich guck mal nach.
was da los ist. Das sind so Bonussachen, glaube ich. Wir aber haben so viele Codes eigentlich. Ja. Ich guck mal, vielleicht gehen wir noch mal in diesen Zauberladen. Wenn es grau ist, dann wenn es weiß, dann was anderes. Wenn Gold, was anderes. Blinken gibt es auch. Ja, richtig. Na gut, wir gehen da jetzt mal. Hallo, Mr. Mephistopheles. Schön, Sie zu sehen. Wir sprechen einfach mal. Ha. Ja, Samantha. Das heutige Experiment. Hören Sie, ich habe mit Dr. Stiles über Ihre Idee geredet, den Zeitpunkt und Ort des Experiments zu ändern. Nämlich. Er hat sich leider nicht darauf eingelassen. Bei ihm muss immer alles genau nach Plan verlaufen. Das ist wirklich bedauernswert. Allerdings. Tja, also, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Aber war wirklich ein guter Vorschlag. Ja, einen Versuch war es Okay, tschüss. Ja, okay, dann kann er uns nicht sabotieren, ne? Ja, ja, er ist verdächtig. Er ist halt verdächtig, genau. Sein sollte. Und Helena ist auch irgendwie verdächtig. Alle. Durch die Bank. So. Gehen wir halt hier. Von einem Houdini, der ist immer wieder raus. Ja, das ist ein Entfesselungskünstler. Der ist besonders, besonders verdächtig. Okay, ja, jetzt ist das hier grau. Jetzt haben wir eigentlich nur hier noch was zu tun, ne? Schauen wir mal. Ah, die Peoples sind plötzlich auf der Wiese. Ein paar. Hi. Hi, Sam. Hey. Was gibt's? Dr. Stiles hat das heutige Experiment vorverlegt. Es geht schon um 3 Uhr heute Nachmittag los. Schafft ihr das alle? Ich hab Zeit. Ich habe eine Vorlesung, aber die kann ich sausen lassen. Charles? Nee. Mitgefangen, mitgehangen, sagt meine Mutter immer. Ich kann kommen. Ich treffe mich später mit Harvey. Soll ich ihm Bescheid sagen? Ja, danke. Ich dachte, er ist Harvey. Nee, er ist Charles. Und das ist Malik. Oh, ich habe schon mit ihr geredet. Sie kann auch. Bis später, Leute. Tschüss, Sam. Okay, wir haben doch gar nicht mehr gehört. Nee, aber wahrscheinlich müssen wir noch. Boah, wir lügen. Ja, bis dann. Guck mal, die stehen synchron. Boyband. Ja. Okay, wir können vielleicht noch mal bei Helena vorbeischauen. Vielleicht ist sie in ihrem Zimmer. Hallo. Ihr muss ihr Verdacht. Ab jetzt Bescheid muss ich nur mal eben sagen, dass das Experiment vorverlegt ist. Auf drei. Und sicher gehen, ob sie denn da auch Zeit hat. Um 3. Ja. Genau, Sportfreunde Stiller. Nur etwas abgeändert. Oh, nee, sie ist nicht da. Okay. Gut, wir haben ja. Ja, stimmt. Machen wir. In ihrem Zimmer. Helena, ich bin mit deinem Schlüssel reingekommen. Du bist nicht da. Wo bist du? Ich bin im Bad. Komm raus, steh. Im Wohnzimmer. So, Charles seine Mutter, Dr. Stiles, Stretty, Dr. Welcher Doktor eigentlich? Keine Ahnung. Ach, Harvey haben wir noch. Helena, wen haben wir denn eigentlich noch? Wer ist Sissi? Egal. Wir brauchen Helena. Ja. Wer war jetzt Sissi? Und Eddie hat sie eigentlich auch. Ich habe schon nach dir gesucht. Gibt's inzwischen was Neues über unsere Freunde vom Club der Lämmer? Tja, also, ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass das Experiment heute Abend wie geplant stattfindet. Ach so. Hast du nicht weiter herumgefahren? Ah. Naja, andererseits habe ich nicht gedacht, dass auch nicht. Was passiert ist, dass etwas mit dem Experiment zu tun haben könnte. Vielleicht hat sich die Sache ja erledigt. Wir können ja später ein bisschen plaudern. Ich muss los. Nee, stimmt, genau. Also, sie denkt... Oh, es geht weiter. Sie denkt, dass Helena mit Mephistopheles unter einer Decke steckt, weil wir die zusammen gesehen Scheinbar haben. Scheinbar ist es zu viel verlangt, sie alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu haben. Wo ist Helena? Sie hat es nicht geschafft. Kann ich auch nicht immer. Zeitänderung und so. Es wäre schön gewesen, das ein paar Stunden früher zu erfahren. Wieso? Ich habe heute ein wunderschönes Gedicht an der Uni gehört. Vielleicht mögt ihr es auch. Wir haben keine Zeit für sowas. Nee. Gold ist das erste Grün der Fluren, vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten, ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen 1000 Blätter wie mit einem Schlage,
Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. Sam, du weißt bestimmt, wie es weitergeht. Ja, ja. Schließlich studierst du Literatur. Und Frost wird oft im ersten Semester behandelt. Klar, Robert Frost ist mir natürlich ein Begriff. Ein bisschen zu blumig für meinen Geschmack. Dann sprich doch das Gedicht für uns zu Ende. Ist das hier ein Test? Du kennst es doch, oder? Angela. Gold ist das erste Grün der Fluren. Vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen tausend Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. So sank das Paradies aus Lust in Trauer. Nichts Goldenes bleibt. Nichts ist von Dauer. Applaus, Applaus. Schön. Was mit dem Experiment jetzt? Ja. Das würde meiner Mutter gefallen. Hä? Keine Ahnung. Ich denke, wir haben uns lange genug an Robert Frost ergötzt. Ja. Fangen wir an. Reichen Sie die weiter. Das werden wir heute visualisieren. Okay. Bis dann. Tschö. Gute Nacht. Ach, da ist Eddie drin. Ah. Eddie Grass. Eddie Grass. Eddie? Sam hier. Ist auf der Laufbahn heute irgendwas passiert? Also nichts. Alles klar, vielen Dank. Bis bald. Ah, das Motorrad geht jetzt Spiel, wieder. Satz und Sieg, Mephistopheles. Tut mir ja so leid. Hm. Voll krass. Ja, jetzt hat es ihm aber voll gegeben. Aha, wo fährt sie jetzt hin? Ach ja, zum Daedalus-Club. Weil jetzt ist Zeit dafür. Ja, jetzt ist kein Bus mehr. Nee. Was ist denn da passiert? Blut. Polizei. Okay. Ist doch was passiert. Ja, scheinbar. Okay. Wir sind wieder David. Boah, die Klingeltöne sind echt penetrant. Ja. Immer mit der Ruhe, Harvey. Was genau ist passiert? Und das war im Speisesaal von St. Edmund Hall? Ah, gut, ich da waren wir auch noch nie drin. Fall mal zu. Mich. Ja. Oha. So, jetzt stehen wir da erstmal. Samantha! Samantha! Die ist weg. Sam ist nicht hier. Sie hat gesagt, dass sie nach London fährt. Sie meinte, es würde nicht spät werden. Worum geht es? Verdammt nochmal. Warum ist diese Hilfskraft nie da, wenn man sie braucht? David, was ist los? Ich werde wohl nach Oxford fahren müssen. Verdammt. Sind Sie sicher, dass Sie... Rufen Sie den Fahrer an. Sagen Sie ihm, er soll sich beeilen. Elegant. Ja, schön zusammengestaucht mal wieder. Ja, genau. Ja, so schlecht geht's ihm ja gar nicht, ne? Wenn er so einen Privatchauffeur hat. Ich meine. Okay. Aha. Das Gute bei David ist, er hat nicht viele Orte, wo man hinfahren kann. Er hat Angst. Der hat einfach. Ja. Okay. Dann gehen wir direkt hier straight in die Halle. Okay. Professor Stiles, man kennt sich. Was für eine Freude, Sie zu sehen, Sir. Ganz meinerseits, Charles. Gut sehen Sie aus. Danke, Sir. Ich war fassungslos, als ich von Ihrem Unfall gehört habe. Ja. Also, ich wollte gerade kurz in der Cafeteria vorbeischauen. Wie Sie meinen, Sir. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Hier geht's lang. Da wollte Sam immer mal rein, aber irgendwie dann doch nicht. Noch nie gesehen. Noch nie von innen, nee. Mein Ui. Gott. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja. Oha, hier ist eine Menge los. Jede Menge Gemälde. Die bewegen sich. Da blutet einem ja das Herz, wenn man sieht, wie historische Kunstwerke einfach zerstört wurden. Die Gemälde bewegen sich. So die Wörter, weißt du? Ah, ja, ja. Siehst du? Die Hotspots, einzige, ja. Das in diesem Saal noch heil ist, ist die Decke.
Oh, hier, der Detective. Das ist Detective Inspector. Ah, man kennt sich also. Huch, man spricht. Ach. Hallo. Inspektor. Dr. Stiles? Ich war überrascht, als Sie neulich wie aus heiterem Himmel angerufen haben. Wie geht Ach, es das Ihnen? Ist der... Den Umständen entsprechend. Wer von immer. Der Einzige. Ja, das ist der, der auch den Unfall untersucht hat. Anscheinend hat der Ort nur einen Detective. Was ist der passiert? Alles machen muss. Was ist dir vorgefallen? Das ist die große Frage. Anscheinend wurde der Saal von Geschossen oder so etwas in der Art förmlich bombardiert. Ui. Laut Zeugenaussagen waren diese Geschosse sehr schnell und haben das Geschirr beim Eintreffen regelrecht auseinandergerissen. Aber niemand kann genau sagen, was es wirklich war. Und in den Trümmern haben wir nichts gefunden. Das Blut sieht auch nicht gut aus. Verdammt. Ja, eigentlich sehr viel. Wurde jemand verletzt? Oh, wurde jemand verletzt? Gott sei Dank wurde niemand getötet. Aber mehrere mussten ins Krankenhaus gebracht werden. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Bericht schreiben soll. Um wie viel Uhr ist das passiert? Warum fragen Sie? Keine Antwort. Dann nicht. Ja. Diese Geschosse, danke für nix. Waren das vielleicht Gummikugeln oder etwas Ähnliches? Wurde etwas in den Saal geschleudert oder geworfen? Das müssen große, schwere Gegenstände gewesen sein. Sehen Sie sich mal die Löcher in der das Wand so. Einer unserer Forensiker meint, das könnten vielleicht ungewöhnlich große Hagelkörner gewesen sein. Hagel? Allerdings Hagel, ja, so groß wie ein Mensch. Der Saal ist knochentrocken. Von der Seite. Ja. Umgebung. Hier sieht es schlimm aus. Was zur Hölle ist hier nur vorgefallen? Ja. Disco-Party. Diskus-Party, ja. Dieser schwere Holztisch ist in zwei Teile zerbrochen. Man kann sich ausmalen, was für eine enorme Kraft das verursacht haben muss. Ist eine Statue? Der arme Kerl wurde geköpft. Der Kopf liegt da. Und hier sind Trümmer. Oder auch nicht. Diese Vorfälle werden ja immer schlimmer. Können Laura's etwas damit zu tun haben? Denke nicht. Gemälde. Da blutet einem ja das Herz. Ah ja, das ist bei allen Gemälden so. Ah, hier ist das Loch. Das gucken wir uns mal an. Stimmt. Den gucken wir uns auch noch an. Grundgütiger, das sieht ja schlimm aus. Und das Loch hat eine sonderbare Form. Was das wohl war? Tja. Pacer hat gesagt, dass die Löcher in der Wand von den Geschossen stammen. Was kann Löcher in dieser Größe verursachen? Was haben wir denn gestern Abend rumgeworfen? Ja, genau. Ja, das könnte passen. Das habe ich befürchtet. Die Diskuscheibe passt genau in das Loch. Was geht hier nur vor sich? Nimm das Ding wieder mit. Ich kann es kaum glauben. Aber die Löcher in der Wand passen genau zur Diskuscheibe. Nimm es mit. Kann er nicht. Oh, danke. Das wäre sonst sehr verdächtig, ne? Ja. Pokal. Den Pokal hat damals die hiesige Tennismannschaft. Oh ja, übrigens. Ich war bei der Feier dabei. Toll. Bei der Feier, nicht bei der Mannschaft. Nee, bei der Feier. Jeder kann, tut, was er kann. So. Okay, dann haben wir das geguckt. Huch, Angela. Die ist sehr verdächtig jetzt. Angela, ist alles in Ordnung? Oh, David, es ist schrecklich, einfach schrecklich. Ja, das ist wahr. Das muss sie ja ganz schön mitgenommen haben. Kennen Sie jemanden, der verletzt wurde? Nein, aber es ist unsere Schuld. Angela, beruhigen Sie sich. Wir wissen nichts über die Ursache. Aber es ist unsere Schuld. Es war Sam. Sie ist diejenige, die uns da alle mit reingezogen hat. Es ist ihre Schuld. Ich glaube nicht. Wenn jemand die Verantwortung dafür übernehmen muss, dann ich. Ich hätte das Experiment abbrechen müssen, als klar war, dass etwas... Gott, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber Sie verstehen nicht. Sam hat uns alle angelogen. What? Sie studiert nicht mal hier. Skandalös. Was? Was? Die geht einfach. Tschüss. Tschüss. Ich gehe in den verbotenen Flügel. Ich bin so empört, ich muss jetzt gehen. Da darf sie doch gar nicht rein. Doch, sie wohnt da ja. Ja, okay. Ja, sie ist höheren Semesters. Wieso? Ja, wieso nicht? Ich dachte, die hatten alle gleichzeitig angefangen. Nee. Also. Es gibt keinen Grund. Warum gehst du da in die Treppe hoch, Mann? Zu gucken, ob es sich lohnt. Da hat er festgestellt. Ach. Nee, lass mal. Oh ja, wir reden hier noch ein bisschen.
Eine meiner Studentinnen heißt Samantha Everett. Ich glaube, sie ist hier im Wohnheim untergebracht. Könnten Sie bitte mal nachsehen? Der Name sagt mir Oha. Nichts. Das Nein, kommt Sir. Alles raus. Wir haben keine Person mit dem Nachnamen Everett in St. Edmund Hall. Können Sie mir vielleicht sagen, in welchem College sie ist? Ich sehe mal in der Universitätsdatenbank nach. Unangenehm. Sie könnte auch unter dem Namen Sam Everett aufgeführt sein. Ich habe hier nur eine Marjorie und einen John Everett aus St. Dominic bzw. Wales. Unangenehm. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Nein, vielen Dank. Er hat alles rausgefunden. Jetzt ist Sam gefeuert. Oha. Ja, ne? Das war ein kurzer Job. Also, hier waren wir noch nicht fertig? Na, keine Ahnung. Das heißt nichts. Das heißt gar nichts. Wenn das noch leuchtet, heißt auch, dass man da später noch was tun kann. Wenn man erst eine andere Sache gemacht hat. Oder vielleicht ein Teil 2 von Spiel. Ja, genau. So. Vielleicht versuchen wir sie mal anzurufen. Oder Madame Dalton. Zu fragen. Und im Labor waren wir auch noch nicht. Verdammt, Samantha geht nicht dran. Warum sollte sie auch? Wir können auch in ihrem Zimmer schnüffeln. Oh ja. Aber erst Mrs. Dalton. Jetzt, wo wir schon mal hier unten sind. David, kann ich irgendetwas für Sie Nein. tun? Nein, ich bin Na. Nicht. Aber doch. Aber doch. So. Erzählen Sie mir von dem Abend, als Sam hier angekommen Aha. ist. Was ist los? Ja, eine Menge. Sagen Sie mir einfach, woran Sie sich noch erinnern. An dem Abend hat es wie aus Kübeln geschüttet. Sie war pitschnass und hat wie eine wandelnde Leiche ausgesehen. Das war vielleicht ein Anblick. Ich habe sie nach oben gebracht, damit sie erstmal aus ihren nassen Klamotten rauskommt. Und danach ist sie ins Bett gefallen und hat geschlafen wie ein Murmeltier. Ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Was hat sie gesagt, als Sie die Tür aufgemacht haben? Dass sie die neue Assistentin ist. Natürlich. David, was ist denn los? Sobald ich das weiß, erfahren Sie es als erstes. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich mag das Mädchen. Ja, die Trojaner haben sich auch erst köstlich über das Pferd gemacht. Oh mein Gott, was für ein Vergleich. Also, erklär doch mal dem Zuschauer den trojanischen Pferd. Also das trojanische Pferd. Also die Feinde wollten in eine Stadt einfallen. Und natürlich hat man die erst nicht gelassen. Aber dann haben die sich ja ein Holzpferd gebaut. Dann sind da alle reingeschlüpft. Und dann, was ist dann passiert? Ja, dann sind die... Knock, knock, who's there? Genau, und dann sind die rausgekommen. Ja. Also die haben so getan, als hätten sie sich ergeben. Ja, genau. Ja, und dann das hier Geschenk. Geschenkt, das ja, Pferd genau, das Pferd. Und dann haben ja. die das reingezogen und tada. Und da die Trojaner alle in diesem Pferd drin sind, deswegen heißen die Kondome auch so. Weil die Soldaten... und Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Überraschung! Habe ich gehört ja, in einem Seminar. Gut, dann hofft man aber, dass das trojanische Pferd dich ja, hält. In der, ja, ne? So. Ne? Dann ja, ist gut, dann die meine... Mitternacht. Hui! Okay. Oh, Houdini! Schon wieder. Was hat denn dein Frauchen wohl vor? Hm. Ach, eigentlich ist der doch gar nicht so gemein zu dem. Was für ein Brocken. Naja, doch. Laura hätte ihn gemacht. Hm. Alles, Laura. Alles. So, dann schnüffeln wir mal ein bisschen hier. Lampe. Die Lampe. Die uns eigentlich gehört, aber... Hier ist nichts. Ich muss woanders. Jo. Schublade. Gefährlich. Nachttischschubladen sind immer gefährlich. Wühl, wühl, Kram, Kram. Aha! Helena Bogart? Was zur Hölle geht hier vor sich? Ach, er hat den Ausweis gefunden, okay. Ja. Ganz offensichtlich ja. gefälscht. Ja. Ja gut, die Kleinigkeiten. Ist ja nur ein Studentenausweis. Oder Bibliotheksausweis. Ich will nicht ihr Bett durchwühlen. Was? Wahrscheinlich finde ich dort sowieso nichts Interessantes. Na! Na! So, perverser wieder. Rucksack. Was haben wir denn da? Aus Davids Sicht. Frankenstein. Morbide Literatur. Voll mit Blut dran. Ja, das ist auch unnötig. Oh. Was ist das? Und den Brief, den schnappen wir uns. Jugendamt Virginia. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Schnüffel. Jugendamt Virginia.
Vielleicht können die mir ja etwas über diese Fremde sagen, die ich in mein Haus gelassen habe. Wir haben seit Mai nichts mehr von ihnen gehört. Mit diesem Schreiben wollen wir sie daran erinnern, dass sie sich mindestens alle 6 Monate beim Sozialamt melden müssen, damit die monatliche Unterstützung in Höhe von $134,87 weiterhin ausgezahlt werden kann. Oh ja, viel ist das ja nicht, ne? Jugendamt Virginia. Vielleicht können die mir ja etwas über diese Fremde sagen, die ich in meinem Haus gelassen habe. Ach du meine Güte. Ja, gut, okay. Handtuch ist dem egal. Na gut. Dann kann er hier noch das Foto von den Eltern angucken und den Schnurrbart des Vaters bewundern. Ah. Ein Schnurrbart. Laura hätte es reingemacht. Zweifellos ihre Eltern. Oh Gott, gut zu wissen, ist ja dass furchtbar. Sie hatte. Gut zu wissen, dass sie welche hatte. Okay, Nur eine ganz normale Pflanze. Okay. Der ist immer so. Ja. Wollen Sie einen Kaffee? Laura hätte einen Kaffee. Oh Gott, ja. Ich hasse alles und jeden, aber Laura hätte. Ja, Laura war schon ein besserer Mensch als wir. Das stimmt schon mal. Telefon. Sie sind verbunden mit dem Jugendamt Abteilung Pflegekinder. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach Informationen über eine junge Frau, die früher bei Pflegeeltern untergebracht war. Sie müsste jetzt um die 23 sein. Und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. David Stiles, Universität von Oxford. Wir überprüfen hin und wieder die Angaben unserer Studenten. Der Name der jungen Frau lautet Samantha Everett. In Ordnung. Einen Moment bitte. Ich habe ihre Akte gefunden und kann Ihnen den Bericht über die letzte psychiatrische Untersuchung vorlegen. Der Tod von Samanthas Eltern bei einem Autounfall ereignete sich in einem kritischen Alter. Sam, damals 7 Jahre alt, weigerte sich, die Situation zu akzeptieren. Als sie vom Tod ihrer Eltern erfuhr, setzte sie sich in die Garage, um dort auf die Verstorbenen zu warten. Sie war so stur, dass der Polizist, der sie holen sollte, ihr den Finger gebrochen hat, als er sie hochheben wollte. Sie hatte übrigens immer überdurchschnittlich gute Schulnoten. Aber Sie sind wahrscheinlich selbst im Besitz dieser Unterlagen. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Ja, allerdings. Geben Sie nie wieder Informationen dieser Art am Telefon an einen Fremden weiter. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Das sind streng vertrauliche medizinische Angaben. Aber Sie haben doch gesagt... Da hätte jeder anrufen können. Verdammt nochmal. Oi, oi, oi. Ah ja, ich meine, gut, er kann ja froh sein, dass sie das jetzt gesagt hat, alles. So. Aber gut. Aber wir können uns mit der verbinden. Hallo? Ja. Alles ja. Ja. Er hatte noch so einen Unfall. Richtig. Geliebte Menschen verloren. Na gut, ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Dann gehen wir doch mal in unser Labor. Da waren wir doch schon lange nicht mehr. So, gehen wir erstmal hier. Genau. Wir haben ja jetzt 2 Experimente mehr gemacht. Wahrscheinlich sind die in unserem Computer vermerkt. Genau, die ersten 2 haben wir schon geguckt, dass die Gehirne rot waren. 450 Megabyte. Ich weiß gar nicht, wann das hier war. Oh. Da. Da? Also hier? Der aktive Bereich liegt in der hinteren Hälfte des Gehirns. Das ist der Bereich, der mit Träumen assoziiert wird. Sie ist eingeschlafen. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Hm. Ja gut, dann gucken wir uns mal dann das andere an. Wann war das denn? Irgendwann nachmittags, ne? Um 3, oder nicht? Ja, aber da haben die sich erst getroffen. Also. Wahrscheinlich. Wer? Ach, ich mach mal irgendwas Rundes hier, so 20 oder so. 25? 30? Ach, schon wieder diese Störung. Stimmt. Man kann wegen der Störung überhaupt nichts erkennen. Ich sollte mir den vorherigen Frame ansehen. Mhm. Also. Was ist denn der vorherige? Da ist schon wieder diese Störung. Da. Ach, hier. Okay. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns ist. Ja, okay, hier ist er sich auch nicht sicher. Ja gut, dann müssen wir da irgendwie nachforschen. Ja, na, ein Buch drüber lesen. Genau, lies doch mal ein Buch.
Ja, ich meine über Gehirn. Ja, ja, über Gehirne. So. So. Nicht irgendein Buch. Da ist ein Buch. Genau. Im Moment wüsste ich nicht, was ich nachschlage. Achso, das... Gehirnteile haben. Wie wär's damit? Ja gut, aber wir können ja auch erstmal in unser Privatlabor gehen. Vielleicht hat die Maschine jetzt irgendwie was Neues. Der feine Herr. Der feine Herr. Ja, Privatchauffeur, Privatlabor, ne? Eigenes Schloss. Man lebt, Freunde, man lebt. So, was sagt die Tafel? Imboss. Imboss, so. Ach ja, die 3 Sekunden, ach Gott, ja. Ich meine... So schön. Das lassen wir noch eine Weile da stehen. Oh Gott, ja. Imboss. Imboss. Das ist Impostor. Meinst du? Mhm. I-M... Was heißt Impostor? O-S. Impossible? Nee. Versucht sie mir zu sagen, dass es unmöglich ist, durchzukommen? Wenn du sagst, wenn du dich als jemand anderen hergibst. Ach so, so, ja, okay. Mhm. Also, David, der ist ganz schlecht im Kreuzworträtsel. Impossible, das passt doch gar nicht. Mhm. Also wirklich, David, David, David. Und du, wie hast du denn deinen Doktor gemacht? Online. Über Zoom. Ja, so. Eigene Dateien. Ah. Ich will dieses Diagramm mit dem Gehirnscan aus dem Experiment vergleichen. Dazu muss ich es mit rübernehmen. Okay. Da steht jetzt eine Menge drin. Ah, okay. Ich nehme es mit rüber. Druck das mal. So. Experimentbericht. Ach so, ja. Die anderen zwei Berichte hat er noch gar nicht geschrieben. Sehr fleißig, sehr fleißig. Ja gut, das interessiert uns jetzt eigentlich auch nicht so. Ein Scanner. Verrückt. Aber ein Drucker ist das nicht, ne? Wo hat er das jetzt ausgedruckt? Mit der Maus. Ja, genau. Ja, gut. Wir nehmen das mal so hin. Wissenschaft. Ach nein, ich muss ja hier hin. Hast ja keine Ahnung von Wissenschaft. Ja, nee, ich habe keine Ahnung von Wissenschaft. Wenn man Scanner kann plötzlich ist, drucken und... Ja. Okay. Fein, dann vergleichen wir das mal. Machen wir nochmal hier die Sitzung 4. Oh Gott, ja. 30 war das. Da. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde, ja, und zu weit... Hat er das jetzt nicht irgendwie gecheckt? Vielleicht das andere Experiment? Vielleicht die... Da ist schon wieder... Ja. Man kann wegen der Störung überhaupt nichts erkennen. Ich bin mir nicht sicher, welcher... Ja. Klick nochmal. Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Massa Intermedia, weißt du Bescheid? Muss sie sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, welche Funktion dieser Bereich hat. Oder ob er überhaupt irgendeine Funktion hat. Aber dann frage ich mich. Welche Funktion hat dieser Bereich und ob es überhaupt eine Funktion hat? Und was ist mit Angela los? Das und was ganz anderes. Vieles mehr, aber... Eine ganze Menge sehen wir in der nächsten Folge.